Der Herr der Ringe ist voller epischer Schlachten, oder? Insbesondere, wenn man sich die Filme von Peter Jackson anschaut, ja? Überlegt doch mal, wir haben die Schlacht von Helm's Klamm. Oder Aragorn, der es ganz allein mit den Nazgul aufnimmt. Oder Boromir, der super tapfer gegen die Uruk-Hai kämpft, um die Hobbits zu verteidigen. Oder natürlich das letzte Bündnis, ja, im Prolog von Die Gefährten. Oder auch die finale Schlacht vor den Toren Mordors. Und bei all diesen legendären Ereignissen ist es ja so, dass nicht nur unsere tapferen Recken im Vordergrund stehen, sondern auch deren Schwerter. Weil, ganz ehrlich, die berühmten Helden, die tragen ja nicht irgendwelche Waffen bei sich, sondern das sind immer ganz besondere Klingen, die sehr viel Geschichte haben, die ganz besondere Designs zur Schau stellen und natürlich die auch einfach besonders hochwertig gefertigt sind, ja? Eigentlich kein Wunder, dass es die meisten von diesen Mittelerde-Schwertern auch als Originalreplik für die Wand gibt. Aber sagen wir mal ehrlich, nicht jeder kann sich jetzt die große Schwertsammlung leisten oder hat auch nur den Platz dafür oder den Partner, der es gut findet oder nicht. Das ist aber ein anderes Thema. Aber das ist ja nicht schlimm. Wenn man eine Schwertsammlung haben möchte, gibt es ja Möglichkeiten. Auftritt unsere Mittelerde-Brieföffner-Kollektion. Und die zeige ich euch heute mal. Ich habe hier so einen kleinen Auszug. Ist nicht ganz vollständig, aber es sind trotzdem immer noch genug. Und alle Brieföffner haben gemeint, dass sie sehr, sehr detailgetreu nachgearbeitet sind. Es ist wirklich was Hochwertiges. Die bestehen allesamt aus Edelstahl. Und die werden auch alle, das finde ich besonders schön, in dieser schönen Schmuckbox aus echtem Holz geliefert. Dass das Ganze einfach nochmal irgendwie ein bisschen aufwertet. Als kleine Übersicht, die Brieföffner, die ihr jetzt hier im Video seht, das ist einmal Tauriels Dolch, die Morgul-Klinge, Orcrist, Anduril, Thorins erstes Schwert, Herogrim, Narsil, Franduils Schwert und Stich. Und anders ausgedrückt könnte man auch sagen, es sind einfach zu viele, um sie jetzt alle im Detail zu besprechen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich picke mir einfach mal drei raus, meine Favoriten, und zeige euch die ein bisschen genauer. Und das mache ich jetzt. Den Anfang macht Anduril. Aragorns Schwert, Anduril, die Flamme des Westens. Man kann einfach nicht über Aragorns Schwert sprechen, weil es ist einfach eines der prominentesten und wahrscheinlich auch das wichtigste Schwert in ganz Mittelerde, zumindest wenn man es auf das dritte Zeitalter begrenzt. Ja, geschmiedet aus den Bruchstücken Narsils, dem Schwert, das einst den einen Ring von Saurons Finger schnitt. Das Schwert bzw. der Brieföffner befindet sich, wie gesagt, noch in dieser schönen Holzbox. Sie ist auch noch wunderschön designt. Ja, man hat hier nochmal diese kleinen Verzierungen an den Seiten und vor allem hier vorne beim Verschluss, der noch eine Messingoptik hat, auch nochmal den Herr der Ringe Schriftzug auf Englisch wohlgemerkt. Und um das rauszunehmen, machen wir die halt einfach auf und dann sieht man direkt das Schwert, wie es halt aussieht. Ja, in all seiner Pracht. Es sieht wirklich genauso aus wie im Film. Da kennt man sofort an der Form. Und was ich besonders schön finde, ist, dass man hier sogar die Elbenrunen drauf gemacht hat. Und ich finde sogar, dass man die beim Brieföffner noch ein bisschen besser erkennen kann als beim Original, einfach weil es sich farblich ein bisschen mehr absetzt. Von Aragorn zu einem seiner Todfeinde, nämlich dem Fürst der Nazgul mit seiner verfluchten Morgul-Klinge. Ja, also auch der Waffe, mit der Frodo am 6. Oktober 3018 im dritten Zeitalter auf der Wetterspitze verletzt wurde, was er dann letzten Endes auch irgendwie ein bisschen schneller nach Bruchtal gebracht hat und so weiter und so fort. Und den Brieföffner habe ich mir vor allem deshalb ausgesucht, weil er vom Design einfach mal ein bisschen anders ist. Ja? Irgendwie hat er dieses... Ich weiß gar nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Die Waffe strahlt einfach sowas Unfertiges, sowas Rohes, Robustes, Verfluchtes, irgendwie sowas Bösartiges aus und das passt so wunderbar. Das Design ist irgendwie anders als bei den Zwergen oder bei den Elben oder sogar bei den Menschen, obwohl es ja eigentlich eine Menschenwaffe ist. Und trotzdem wirkt es irgendwie anders. Eigentlich, ich weiß gar nicht, wirklich wie eine Waffe, die nur zu einem Zweck geschmiedet wurde. Ganz ähnlich wie bei den Uruk-Hai, nur dass es halt bei der Morgul-Klinge noch ein ganz anderes Qualitätslevel ist. Ja? Da merkt man einfach, da ist ein bisschen mehr dahinter. Und jetzt kommen wir mal zu einer Elbenwaffe. Eins von beiden.
Last but not least habe ich mir Orcrist ausgesucht, also das Schwert, das Thorin Eichenschild sich zu eigen macht. Und das ist ja an sich schon eine Besonderheit, ja? Ein Zwerg, noch dazu ein so stolzer wie Thorin Eichenschild, der mit einer Elbenklinge kämpft. Ja, und wie andere Elbenklingen auch, leuchtet es dann blau, wenn Orks in der Nähe sind. Also das Schwert im Buch und im Film, jetzt nicht hier der Brieföffner. Aber es ist trotzdem so schön, es passt irgendwie alles gut zusammen, weil übersetzt bedeutet der Name Orcrist so viel wie Orkspalter. Die Orks selbst nennen die Klinge aber nochmal anders, weil sie sie einfach so hassen. Die sagen einfach Beißer dazu, was einfach so ein wunderschönes Orkwort ist, das aber kein anderes Volk so benutzen würde. Ja, und ich finde, dass Orcrist zu den schönsten Schwertern in ganz Mittelerde gehört, weil es so eine interessante Mischung ist, sage ich mal. Ja? Es ist so eine ganz andere Form, es hat eine total krass geschwungene Klinge, deswegen ist es sehr einzigartig vom Design, es hat auch noch diese mystischen Runen. Aber der Griff ist irgendwie ganz anders. Der ist so aus Holz und hat irgendwie auch so was Rohes und leicht Unfertiges. Und das wiederum passt ja dann auch ganz gut zum finalen Träger des Schwerts, nämlich Thorin Eichenschild, ja? Also der Zwerg, ja, sag ich mal, da steht der Griff für, der diese wunderschöne Elbenklinge, das ist dann die Klinge selbst, führt. Also wirklich eine schöne Mischung, die perfekt zu Thorin passt. Wobei, so richtig viel Glück hat sie mir nicht gebracht, ja? Im gleichen Jahr, wo er die gefunden hat, wird er noch damit begraben. Anderes Thema. So viel erstmal zu meinen Favoriten, aber jetzt kommen wir noch ganz kurz zu einem anderen Thema zum Schluss, nämlich warum eigentlich ein Brieföffner? Weil, sind wir mal ehrlich, ja, so wirklich brauchen tut man die ja nicht, weil erstens bekommt man eh kaum noch Briefe und zweitens könnte man die auch einfach so öffnen, dann braucht man ja nicht wirklich irgendwie spezielles Werkzeug dazu. Aber ich finde es trotzdem super, dass es diese Miniaturausgaben gibt, weil es einfach mal eine andere Art und Weise ist, seine Herr-der-Ringe-Begeisterung auszuleben, ja, oder auch seine Sammlerleidenschaft. Oder wenn man jetzt jemanden hat und muss ihn beschenken und man weiß nicht was, aber der steht halt total auf Herr-der-Ringe, dann ist das so eine Nachbildung von einem Schwert, irgendwie aus Mittelerde, so eine ganz berühmte Klinge, das ist mal was anderes, das finde ich ist was Besonderes und deswegen super, dass es die gibt. Und die Frage an euch, selbstverständlich, welchen von den Brieföffnern findet ihr denn am besten? Welchen würdet ihr euch holen und warum? Schreibt es in die Kommentare.